Leute, das nächste Event am 7. März steht an. Ich habe ein paar Patch Notes für euch. Es ist nicht viel, dafür aber mega, mega mäßig. Kurz nach Start von Season 16 kam in den Custom Games etwas kurzzeitig rein für 15 Stunden und dann verschwand es spurlos und jetzt kommt es zurück und das macht das Community Games und auch das Private Match Game umso interessanter. Um was es geht, zeige ich euch gleich. Ich zeige euch dann noch den Shop und was an diesem Shop so besonders ist für alle, die das Wraith-Erbstück Recolor leider nur, die das sich erwerben wollen. Da ist auf jeden Fall ein cooles Gimmick mit drin, wo man ein bisschen sparen kann. Am 7. März geht's los. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir auf Twitch einschaltet. Ich streame rein. Es ist nebenbei tatsächlich ein Geburtstagsstream von mir. Der Tag meiner verhängnisvollen Geburt jährt sich zum leider schon x-ten Mal mit einer 0 hinten dran. Meine Fresse, ich werde alt. Okay, weiter im Text. Wir gehen mal ganz kurz durch die Patch Notes. Ihr könnt auf der EA-Seite euch den Trailer reinziehen und Mixtape ist nach 3 Wochen Season 16 endlich am Start und ihr seht selbst, Custom Games ist dann fest mit Team Deathmatch, Gunrun und Kontrolle integriert. Es war nicht ganz nach einer Woche Season 16 war das für ca. 15 Stunden in Game und ich habe es zufällig mitbekommen und da haben wir Custom Games so ein bisschen zusammen gezockt und mein Plan ist es am 7. März an meinem Geburtstag mit euch ein bisschen Custom Games, Team Deathmatch, Gunrun oder Kontrolle zu zocken. So, und da freue ich mich am meisten drauf. Ich denke aber, dass wir eher Team Deathmatch spielen, weil wir einfach da die meisten Leute reinbekommen. Das wird sicherlich eine richtig fette Sache und das bleibt dann fest und eine Stadt. Wir brauchen auf jeden Fall eine Mindestanzahl an Spielern wieder. Battle Royale bleibt gleich 30, 12 für TDM. Kontrolle brauchen wir 6 und für Gunrun brauchen wir ebenfalls 6 Leute. Und jetzt ist ganz wichtig, wie gesagt, die Leute, die durchpayen wollen und unbedingt das Recolor für Wraith haben wollen. Ganz wichtig, und das gilt nur für Crafting-Metalle, nicht für Coins. Wir können sämtliche Sachen, also 24 Sachen an der Zahl, für die Hälfte der Kosten an Crafting-Metallen kaufen. Wer nicht genügend, so wie ich, übrig hat, kauft zumindest so viel wie möglich an Crafting, mit Crafting-Metallen, was Episches, also lilanes Zeugs aus dem Event-Store drin ist. Das ist das günstigste und ihr könnt nämlich aus eigener Kraft, ihr seht es hier, 2 Packs aus dem Event freischalten. Einmal am Anfang, einmal am Ende. Ganz wichtig, öffnet bitte, bitte nicht das Event-Pack ganz am Anfang, bevor ihr, vorausgesetzt ihr wollt durchpayen, ganz wichtig, öffnet bloß nicht das Pack, bevor ihr nicht alle epischen Sachen aus dem Event gezogen habt, weil die Gefahr ist da, dass ihr einfach etwas Episches in diesem Pack habt und ihr müsst zusätzlich drauf zahlen, weil einfach natürlich der legendäre Stuff deutlich teurer ist. Also vergesst das nicht, das gibt es zu beachten, das ist das Wichtigste quasi. Wartet einfach, bis ihr das alles, diese 5000 Punkte voll habt und dann könnt ihr höchstmöglich sparen. Die meisten von uns werden wahrscheinlich wenig Crafting-Metalle übrig haben, also bleibt nur trotzdem noch eine Menge Geld in die Hand zu nehmen. Ansonsten haben wir hier das Recolor. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, was haltet ihr davon, dass es ein Recolor ist. Es ist wirklich alles in dem Store schon mal da gewesen, einfach nur als ein anderes Skinfarbe, was ich sehr, sehr schade finde. Für ein Geburtstagsevent könnte mehr drin sein, meiner Meinung nach. Wir haben hier noch ganz kurz eine Skin-Rotation. Wie gesagt, die ganzen Skins kennen wir schon. Bei dem von Wraith jetzt, der jetzt kommt, bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob ich den schon mal gesehen habe. Ich weiß es tatsächlich nicht. Das ist der einzige Skin, wo ich sage, war der schon mal da? Kein Plan. Und dann haben wir vom 7. bis zum 14. März diese Shop-Rotation und vom 14. bis zum 21. diese Shop-Rotation, die natürlich hier und da auch noch ein paar beliebte Skins wieder zurückbringt. Ladies und Gentlemen, das war's von mir. Ich bin auf die Kommentare von euch gespannt, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.